Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Super Mario 64 Last Impact. Wir sind hier in Kurs 5 stehen geblieben und werden jetzt ein bisschen näher in Betracht ziehen, weil wir immer noch in der Hoffnung sind, wir könnten vielleicht schaffen, auf irgendwie noch 100 Bits zu kommen. Einfach nur, weil ich gerade so Bock habe drauf. Mal schauen, ob das überhaupt klappt. Und ich einfach mal die Welt mal so ein bisschen mal aus der Nähe betrachten möchte. Die scheint auf jeden Fall sehr gut gemacht worden zu sein. Und eine weitere Erkenntnis ist von meiner Seite auch gekommen, denn ich kenne jetzt ein bisschen mehr über Case Emanuar. Denn es nämlich, wenn ich mich nicht täusche, also laut meiner Einschätzung ist er auch einer der bekanntesten Deutschen, Mod, der schon einige Super Mario 64 Hacks erstellt hat. Ich weiß noch nicht, welche Spiele er alles gemacht hat. Nur, dass ich halt den Last Impact von ihm kenne. Ich glaube, er hat noch einige mehr gemacht. Aber da müsste ich jetzt halt nachforschen, welche er alles gemacht hat. Und ich glaube, da sollte man lieber in der Ego-Perspektive reingehen, wenn man hier hoch will. Weil da sonst die Kamera wieder nicht mitspielen will. Und tot. Ja, darf mir das halt nochmal von vorne machen. Also diese Stelle, die ist wirklich fies. Dann hast du mal zuerst mal die Kamera, die dir Müll bringt. Und zweitens, wenn du dann weit nach oben fällst, dann rest in peace. Wahrscheinlich werde ich diese Towers noch gar skippen, sofern ich die nicht für die Mission brauche. Ich versuche es jetzt noch einmal mit den 100 Münzen, sonst lasse ich das Ball vorerst mal sein und bitte, wenn es dann mal darum geht, sobald ich dann wirklich die 8 roten Münzen einsammle, dann werde ich dann die 100 Münzen einsammeln. Und noch weitere Infos, die ich mir noch so geholt habe, dass das Spiel auf jeden Fall, wenn man es zu 100% spielen möchte, nicht einfach ist. Und ich bin so ein Idiot, wenn ich jetzt nochmal einen Fremden verliere, dann ist es auf meine Kappe verschuldet. Weil ich zu dumm bin. So, jetzt muss ich nur schauen, ob ich da irgendwo noch eine rote Münze kriege. Wenn nicht, dann habe ich ein riesengroßes Problem. Okay, das ging gerade noch mal gut. Das hätte auch ins Auge gehen können. Das, was ich damit noch vorhin sagen wollte, also es kann gut sein, dass ich dann irgendwann mal Save States in dem Projekt benutze. Ich werde so lange hinauszögern, wie es geht, aber sagen wir mal so, sollte eine Stelle kommen, die zu viel Frust verursacht, dann werde ich mir gegebenenfalls die Nutzungen des Safe States erlauben. Aber vorerst werde ich natürlich noch so gut es geht ohne auskommen, um es noch so original getreu zu halten, wie es geht. Und die 100% werde ich natürlich noch anstreben, wenn alles gut geht. So, der wäre aktiviert. Nur noch Teile nach unten schaffen, ohne dass man uns jetzt dann wieder Leben verliert. Und da muss ich schauen, dass ich irgendwie den roten Turm hoch kann. Und ich glaube, diese Baugegner, ich glaube, jetzt weiß ich, woher die sind. Wenn ich mich nicht täusche, so sind das, glaube ich, die Gegner aus Super Mario Galaxy. Ich glaube, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass die aus Super Mario Galaxy sind. Diese blauen Gegner aus den verschiedenen Galaxien. Aber der zweite Text. Wir gehen jetzt dann gleich wieder hoch.
Schauen wir mal, ob wir diese Kisten zerstören können. Aber ich glaube eher nicht. Das sind wahrscheinlich nur dazu da, damit. Mann! Ach du heilige Makrele. Also, diese Feld ist auf jeden Fall, wo der Schwierigkeitsgrad schon mal recht hoch angesiedelt. Also, wenn da noch mehr Leben drauf geht, dann werde ich sogar schon überlegen, früher schon das Heist jetzt zu benutzen. Was zur Hölle habe ich mir da angetan? Frage ich mich jetzt schon wieder. Was zur Hölle habe ich mir da angetan, dass ich da unbedingt die 100 Münzen jetzt schon holen möchte? Ich skippe mal den roten Turm mal vorerst und schaue, ob ich zuerst die 100 Münzen irgendwie ohne den Turm kriege. Da wäre es wenigstens nur halb so frustrierend, wenn es wieder schief gehen sollte. Dann muss ich wenigstens nicht den Gesamtprozedere nochmal machen. Okay, in der Großen war auf jeden Fall keine drin. Schauen wir mal die Krater an, die haben auf jeden Fall noch gut Münzen. Also ich hoffe mal, dass ich außerhalb noch irgendwie 100 zusammenkriege. Schön wäre es. Der rote Turm hier wird nämlich nicht leicht zu erklimmen sein. Das kann ich jetzt schon garantieren. Diese rote Viecher, ich weiß wann ich dann welche Gegner mich die erinnern. Ich glaube, die kann man nur mit dem... Kamera bitte. Danke. Okay, also dieser Turm ist auf jeden Fall von der Schwierigkeit her recht kompliziert. Komm jetzt noch ein paar andere Münzen und lass den Turm mal vorerst weg. Und kümmere mich dann später drum. Ich brauche jetzt erst wieder mal ein paar Münzen. Das hätte mir vielleicht ein bisschen besser lösen können. Aber ich verstehe halt vom Programmieren nicht viel, daher sage ich jetzt lieber nicht viel dazu. Aber was haben wir hier? Oder wir hätten vielleicht dieses Power-Up nehmen sollen. Schauen, ob sie feuerempfindlich sind. Wenn ja, dann haben wir wenigstens schon mal eine super effektive Waffe. Ja, dann hätte ich es mit Feuer lösen sollen. Dann wieder in die Nahperspektive, weil sonst die Kamera spinnt. Und dann sehen wir mal, ob wir sie mit Feuer erledigen können. Ich will nur wissen, was sind da. Ja, wir können sie mit Feuer erledigen. Okay, auf jeden Fall holt euch die Feuerblume, dann habt ihr den Turm schon mal viel einfacher. Auch wenn ihr gerade bombardiert werdet von diesem alienartigen Vieh, darum herrscht. Ja, auf jeden Fall Feuerblume ist hier das Power-Up-Item Nummer 1. Okay, um die Münze verzichte ich jetzt. Die auch. Hauptsache, der Turm ist aktiviert. Wenn mir halt dann drei Münzen fehlen,
Da werde ich dann für den 100 Münzen Stern auf jeden Fall Safe States benutzen. Also dann sehe ich es nicht ein, das ohne zu tun. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auf jeden Fall mehr als 100 Münzen hier gibt. Ich hoffe es zumindest, dass es mehr als 100 Münzen gibt. Schön wäre es auf jeden Fall. Und auch diese Gegner damit eliminieren. Ja. Auch die kann man damit eliminieren. So, es war. Würde man einem Tatonka einfach eine Bombe ins Maul schmeißen. Jetzt sie dann und dann explodieren sie. So, das ist der gelbe Turm. Da frage ich mich, ob man dann auch diese einen Gegner, die da rumfliegen. Also ich meine jetzt die im Boden rumfliegen, ob man die damit auch eliminieren kann. So, da ist das jetzt der gelbe Turm. Da fehlt nur noch einer. Es gibt ja vier Energietürme. So, sind da noch irgendwo noch ein paar Gegner? Oder gerade Münzen in der Nähe? Okay, da ist auf jeden Fall noch eine Rotte im Krater. Sonst ist das, glaube ich, auch alles gewesen. Ich bleibe lieber auch nicht zu lange auf den Schienen. Wer weiß, ob diese Energieschienen hier noch einem wehtun können. Zu einem Treffen. Weil bei Hex kannst du nie vorsichtig genug sein. Da muss da allem rechnen. Aha, und ich glaube, das wird auch noch ein Power Stern. Jetzt werde ich sie da hinten immer einen runterfliegen. Gut, dass das die siebte und letzte. Dann sind die wirklich alle in den Kratern, die roten. Das sind nochmal 8 Münzen. Ja, das, die sind alle in den Kratern versteckt. Nur geben wir jetzt halt die Plätze für die Münzen aus. Okay, ich glaube, das war mal der Turm. Er ist wohl eingestürzt. Ja, er ist eingestürzt. Sonst ist, glaube ich, hier nichts mehr. Okay, da können wir jetzt in der Mitte schauen. Schon, ob wir jetzt die Gegner eliminieren können. Mario, würdest du bitte jetzt da hoch? Dankeschön. So, das sind nochmal 5 Münzen. So, da wollen wir mal sehen, ob die Feuer empfindlich sind. Denn macht das Feuer gar nichts aus. Also schon mal. Okay, da geht's auf jeden Fall rein. Gut, wenn jetzt auch Sabia 5 Münzen sind. Wobei,
Nevermind, hier sind noch ein paar. So, 100 Münzen stehen, ist erledigt. Dann brauchen wir den jetzt nicht mehr zu holen. Was hast du? Hallo, ich bereite die Kanone für dich vor. Oder wie es Luke Mellot sagen würde, die Kanone! Ja, so gut wie es kann, kann ich es leider nicht. Dafür ist er halt eben berühmt. Er ist sozusagen der berühmteste, der den Satzbrunnen raus kann. Rausbrüllen kann. Bereit zum Abheben? Komm schon, hüpf in die Kanone. Die Kanone werde ich dann später benutzen. Okay, hier sind auch noch ein paar Münzen, aber gehen wir jetzt in die Basis rein und holen uns den Richtungsstern. Die roten Münzen können wir dann später mal einsammeln. Oder... Ach, weißt du was, wenn wir jetzt das schon eingesammelt haben, wieso nicht, dann sammeln wir schnell den Stern ein. Es wäre jetzt doch, wenn ich jetzt all die 8 roten Münzen nochmal einsammeln würde. Ich weiß, ich verstoße da zwar mein eigenes Prinzip, dass ich die Sterne nach Reihenfolge hole, aber wenn ich schon die 8 roten Münzen dazu einholen muss, dann kann ich genauso gut den 8 roten Münzenstern gleich mitnehmen. Und das war nämlich Coins im Krater, also Münzen im Krater. So, aber jetzt kümmern wir uns um den richtigen Stern. Das war sogar Stern 5. Und ich glaube, man muss wahrscheinlich nur einen Turm aktivieren, damit man reinkommt in die Basis. Die anderen zwei sind vielleicht optional für die anderen Eingänge. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ich mache es halt immer gerne, wenn ich am Anfang schon die 100 Münzen einsammeln kann, wenn es geht. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer den Drang, gleich 100 Münzen zusammen, damit ich schon mal ein paar One-Ups habe. Ich glaube, es gibt eben für 100 Münzen eins. Ich glaube, für 50 gibt es auch eines, aber ich bin mir nicht sicher, ob das bei den Hacks generell auch so ist. Da muss ich das nächste Mal aufpassen, aber es könnte sein, dass es auch bei 50 Münzen einen gibt. Nur 100% safe bin ich mir da nicht. Oder müssen wir die anderen Türme jetzt dann auch noch aktivieren? Aber dann werde ich dann auf jeden Fall für den Rotturm wieder die Feuerblume holen. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal in der Basis drin. Dann haben wir die schon mal zu frei. Weil die Feuerblume jetzt auch hier echt schlecht gewesen wäre. Naja, egal. Sollte ich sie immer noch brauchen, kann ich ja immer noch rausgehen und sie holen. Da noch hoch. Es geht immer wie weiter nach oben. Es hat nur noch die große Frage, wo ist der Stern? Ja, der könnte überall sein. So, kurz den hier. Okay, da oben ist auch einer. Da will ich nicht wissen, wie man dann den hochkommt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein anstrengender Kurs hier. Okay,
Okay, da ist auf jeden Fall die Kanone. Oder wir haben diesen Stern hier, der im Asteroidenfeld ist. Aber ich weiß nicht, wie ich die Kanone schießen muss. Also. Okay, das war total. Da musst du wahrscheinlich sehr hoch schießen, wenn du das treffen willst. Und tot. Weil der Sprung wieder nicht funktioniert hat. Ich liebe dich mal, wenn du meine Befehle nicht gehorchst. Ich liebe dich so sehr. Okay, dann halt auf ein neues. Wenn es zu lange dauern sollte, kann ich immer noch cutten. Also das wird auf jeden Fall der schwierigste Kurs. Da waren die ersten vier Kurse ja noch ein reiner Kindergeburtstag. Jetzt kommt schon langsam der Hardcore-Kurs dran. Wobei ich mir ziemlich sicher sein kann, dass das noch nicht die Spitze des Eisbergs ist. Dass es noch schwierigere Kurse gibt. Da bin ich mir 100% sicher. Das ist erst gerade mal der Anfang. Und das Ende kommt noch. Bitterer als man denkt. So, dann versuchen wir es nochmal. Wenn das nicht klappen sollte, dann hole ich halt den einen Stern, der immer runterfällt. Der Sternschnupp ist dann auch wieder einer außer Plan. Aber immerhin habe ich dann einen Stern mehr. In petto. Was dann auch nicht schlecht ist. Den Gegner da ignorieren wir jetzt einfach mal. Muss ja nur dort hoch. Dann versuchen wir es dann gleich noch einmal. Mit der Kanone. Aber dort den Stern zu zielen, das wird lustig. Ich glaube nicht, dass man direkt auf den Stern zielen darf. Oder vielleicht doch. Ich kann es ja mal so versuchen. Dass ich mal jetzt direkt auf den Stern ziele. Nope. Da den richtigen Mast finden. Das kann heiter werden. Vielleicht werde ich sogar für diese Stelle dann schon einen Safe Step nutzen. Also wenn es zu schwer sein sollte. Aber jetzt gebe ich noch nicht auf. So schnell bin ich noch nicht dabei. Schon auf Safe Stats setzen müsste. Ein Versuch gebe ich jetzt dem Spiel noch. Wenn es jetzt nicht klappen sollte, dann cut ich einfach, bis ich wieder an der Stelle bin. Damit ihr nicht gerade zusehen müsst, wie ich den gesamten Weg nochmal hochklettere. So, Versuch Nummer 3 ist, man sagt immer, alle guten Dinge sind 3. So, dann ziehen und dann etwa den oberen anpeilen. Dann auf gut Glück hoffen. Nein! Okay, ein kurzer Cut. Wir wissen jetzt etwa, wo man etwa zielen muss. Also bis gleich. Okay, Versuch Nummer 4. Wir wissen jetzt etwa, wo wir zielen müssen.
glaube ich zumindest. Jetzt sind nur die Felsen wieder ganz anders. Sagen. Okay, jetzt noch ein bisschen nach oben. Schon zu weit. Sagen mal so etwa. Jetzt bitte Gott, lass mich diesen Stern holen! Natürlich nicht. Jetzt ist es zu weit unten, also hätte ich doch wieder weiter oben müssen. Okay, das war jetzt Kill. Ich glaube, wäre ich auf dem Boden aufgeschlagen, dann wäre ich auf jeden Fall gestorben. Also dann ziehe ich jetzt genau auf den Fels drauf. Den einen wird es auf jeden Fall Freude bereiten, wenn ich jetzt mal die kranken Abzahlen langsam verliere. Obwohl sie noch nicht krank genug waren. So, jetzt versuche ich nochmal 5. Diesmal muss es ja klappen. So, ich muss es nur treffen. Es hat nur mit diesem Xbox 360 Controller leichter gesagt als getan. So, ein bisschen hoch. Und so! Ich hab ihn! Gott! Segne Mario. Shoot into the space, war's der Stern. Also schieß dich ins Weltall. Leider auch nicht den Stern, den wir gesucht haben. Aber egal, wir haben hauptsächlich einen. Und wir werden jetzt uns an einen schnelleren kümmern. Okay, das, was mir geholt hat, das war Stern 4. Wir holen jetzt sozusagen den Stern, der per Sternschnupper unterholt. Der kommt. Der geht noch am schnellsten. Dann haben wir wenigstens noch einen dritten Stern. Plus den unterbrennsten Stern, dann sind es 4. Da vorne liegt er schon. Okay, jetzt müssen wir halt nur noch darauf hoffen, dass er gleich wieder runterkommt. Ah, er stürzt runter. Und da haben wir ihn. Ist auch nicht der Stern, den wir eigentlich holen sollten. Seek a Shooting Star, auf Deutsch. Suche eine Sternschnuppe. Glaube ich zumindest, dass es so heißt. Na gut, also wir haben auf jeden Fall 4 Sterne geholt und ein paar lustige Fels gehabt. Und sogar noch einen Skill-Moment, den wir uns noch so skillig an der Kante festgehalten haben. Also gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Im nächsten Part holen wir dann die ersten 3 Sterne. Hoffentlich finden wir jetzt einmal diesen Stern, der eigentlich damit gemeint ist mit Stern 1. Kaiser Manuel, falls du das sehen solltest und ich mach's nicht nach Reihenfolge, es tut mir leid. Es tut mir absolut leid. Ich hoffe, du kannst es mir verzeihen. Also dann. Bis zum nächsten Part. Ciao.